Ja, herzlich willkommen, Freunde, zurück in meinem Kanal. Heute geht es zwar um Anzeigeröhren, aber quasi nur indirekt, denn ich möchte euch heute mal das Thema Mikrofonie vorstellen. Denn eine Röhre ist im Grunde auch immer ein Mikrofon, wie ihr schon im Eingang gesehen habt. Und wenn eine Röhre defekt ist, dann eignet sie sich ganz hervorragend dazu, die Röhre quasi wie ein Instrument zu benutzen. Ja? Und das habt ihr ja gerade im Vorspann im Grunde erlebt. Eine Triodenröhre, ja? Oder wie in diesem Bild hier zu sehen, eine Pentodenröhre, hat immer verschiedene Gitter, die sich um die Kathode herum befinden. Ja, und ihr seht schon hier in der Vergrößerung, dass dieses Gitter relativ locker im Grunde um diese Kathode herum realisiert wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sich natürlich diese Feder, die eigentlich ja das Ganze auch darstellt, dass sie natürlich mechanisch diese Feder auch in Vibration bringen kann durch reines Antippen im Grunde der Röhre. Woran das liegt, sollten wir uns vielleicht mal theoretisch anschauen. Ja, hier sehen wir einmal die Abstände der einzelnen Gitter einer Elektronenröhre, in diesem Fall die 2SH27L. Das ist das, was ich euch hier ja gerade gezeigt habe. Und da sehen wir jetzt im Millimeter hier vorne schön angegeben die einzelnen Abstände. Hier ist im Grunde die Kathode, auf die wir uns beziehen. Dann haben wir zunächst mal dieses Steuergitter 1 hier mit einem minimalen Abstand von nur 0,3 mm. Dann folgt das Gitter 2, 1 mm Abstand. Und bei dieser gerade genannten Röhre haben wir schließlich noch das Gitter 3, das Bremsgitter, mit einem Abstand von 4,5 mm. Und dann folgt natürlich irgendwann das Anodenblech in einem Abstand von 11 mm. Auf die Kathode bezogen. Ja, das war ja das, was wir hier so schön silbern als Blech außenrum in dieser geöffneten Röhre hier deutlich erkennen können. Bei einer Leistungsröhre, NF-Leistungsröhre, muss man sich also konstruktiv einiges einfallen lassen, damit eben möglichst dieses Gitter oder die Gitter, ja, je nachdem, ob Triode oder Pentode zum Beispiel, gar nicht erst durch mechanisches Vibrieren im Grunde dann zu Mikrofonie neigt. Ne? Denn Mikrofonie ist genau dieses Stichwort für diesen Effekt, dass im Grunde eine Röhre beim Anklopfen zu schwingen beginnt und dann im Lautsprecher natürlich auch einen entsprechenden Ton abgibt. Bei diesen alten magischen Augen, wie ihr sie hier im Bild seht, legte man natürlich überhaupt keinen Wert oder jedenfalls keinen besonderen Wert auf die Bedämpfung, die mechanische Bedämpfung der Steuergitter. Denn diese Röhren haben ja zwei Systeme im Bauch, nämlich einmal das Anzeigensystem, ja, und schließlich dann noch eine Triode. Und da sie ja anzeigen sollte, ja, und nicht als Verstärker hier konstruiert wurde, ist natürlich diese Mikrofonie, wenn ich diese Röhre quasi missbrauche, natürlich dann auch am deutlichsten zu hören. Und wenn so eine Röhre richtig mechanisch gelitten hat, zum Beispiel, dass sie mehrfach gestoßen wurde, dann lockert sich unter Umständen im Inneren natürlich dieser Aufbau, den wir uns hier gerade ja schon angeschaut hatten, weiter. Und je weiter natürlich hier mechanisch das ganze System locker wird, desto größer wird dann dieser Mikrofonie-Effekt. Ja? Aus diesem Grund klopft man ja in Röhrenverstärker, um sowas herauszufinden, ob das Röhrensystem noch in Ordnung ist. Vor allen Dingen die Leistungs-, also die Endstufenröhren, immer wieder gerne mal ab, um also darüber festzustellen, ob hier die Mikrofonie im Grunde Einzug gehalten hat.
Ja, zur Funktionsprüfung der Röhren klopft man also daher gerne bei der Reparatur spätestens mal die Röhren ab, ja, um zu gucken, ob im Lautsprecher irgendwas beim Anklopfen zu hören ist. Ja. Und manchmal erwischen wir dann eine Röhre, wo wir genau diesen Mikrofonie-Effekt dann erleben im Lautsprecher. Das ist so ein Fall, ne? Wenn auch nur gering, aber immerhin. Ne? Ja, und das ist das, was wir Mikrofonie nennen. Und das kann natürlich durch die Konstruktion der Röhre schon bedingt sein. Oder aber in diesem Fall vielleicht auch durch hartes mechanisches Absetzen. Also wenn dieses Radiogerät in seiner Vergangenheit, in seiner Geschichte immer mal wieder hart aufgesetzt wurde, also nicht still nur im Regal gestanden hat, dann ist so ein Effekt durchaus möglich, der sich da einschleicht. Ja, das haben wir vor allen Dingen bei Verstärkern von Bands sehr häufig, ne? Denn die werden ja recht ordentlich hin und her geschubst, ne? Immer wieder aufgebaut, abgebaut, verpackt und so weiter. Und da haben wir dann die Möglichkeit, dass sich also das System lockert, durchaus häufig. Auch so uralte Gammelkondensatoren, ja, neigen zur Mikrofonie, insbesondere wenn sie stark ausgetrocknet sind. Ja. Und das kann man auch hören. Also wenn ich den Kondensator anklopfe, ja, wenn er denn betroffen ist natürlich, dann würden wir auch im Lautsprecher, also deutlich diese Geräusche dann wahrnehmen können. Ne? Und deswegen gibt es natürlich, wenn man sich auf neuere Kondensatoren konzentriert, hier andere Vergussverfahren, modernere und aktuellere Vergussverfahren, wo dieser Effekt dann natürlich hier auf diese Art und Weise vermieden werden soll. Mikrofonkabel können auch zur Mikrofonie neigen. Ja? Denn die Adern für das Mikrofon sind ja hier im Kabel nochmal durch ein sogenanntes Schutzgitter ummantelt. Ne? Und wenn natürlich durch eine mechanische Belastung, indem ich zum Beispiel auf das Kabel drauf trete auf der Bühne, ja, der Abstand zwischen den einzelnen Adern und dem sogenannten Schirmgitter, ja, wenn dieser Abstand kapazitiv sich natürlich verändert, indem ich das Kabel zusammenpresse, dann hören wir auch dieses Knistern im Lautsprecher. Ne? Und je besser natürlich der Verstärker, desto lauter wird dann natürlich das wahrnehmbare Geräusch. Auch bei Luftspulen erlebt man häufig Mikrofonie. Ne? Denn wenn eine solche Luftspule, wie hier im Bild zu sehen, bei diesem FM-Empfänger hier, durch mechanische Einflüsse anzuschwingen beginnt, dann verändert sich natürlich ständig die Induktivität und damit wird natürlich der klare Empfang für diesen FM-Empfänger auch erschwert. Deswegen werdet ihr sehr häufig hier im Inneren solcher Luftspulen Schaumgummi erleben, was man teilweise sogar nochmal mit Wachs übergießt, um das Ganze dann mechanisch ein wenig zu stabilisieren. Ja, das soll aber auch für heute das letzte Bild zu diesem Thema von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch mal wieder eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ade und bye bye.